Fähre verbindet mehrere Anlegestellen an der inneren Küste des Sunds. Ihr benötigt einen Fährenpass von der Hafenmeisterei. Das sollte aber kein Problem sein. Moin, moin. Das Zählhaus wird Tag und Nacht schwer bewacht. Hier könnt ihr eure Wertsachen gefahrlos aufbewahren. Hallo! Schönen Tag auch. Der Markt beherbergt Reisende aus ganz Azeroth. Hier gibt es viele Tavernen. Aber die hier mag ich am liebsten. Ich habe zahllose Reisende nach ihren Geschichten gelöchert. Ganz besonders, wenn sie aus den östlichen Königreichen kamen. Ah, da ist ja mein Mädchen. Du bist bestimmt ganz unruhig ständig hier eingepfercht. Glaub mir, das kenne ich. Wir fliegen schon bald, ja? Ist sie nicht hübsch? Carsten schenkte sie mir, als sie noch ein Küken war. Ich habe immer von Abenteuern geträumt. Haltet den, ihr fühlt euch bald wie zu Hause. Und jetzt schauen wir mal bei Carsten vorbei.
Kommt, das Büro des Hafenmeisters ist gleich dort unten. Wartet, was geht hier vor? Waffen runter! Wisst ihr nicht, wer das ist? Aber Herr, Lady Aschenwind hat befohlen... Lady Aschenwind? Dient ihr Lady Aschenwind? Ist das Lady Aschenwinds Wappen auf eurem Schild? Nein, Herr. Nein, ihr dient Kul Tiras. Ihr tragt das Wappen der Prachtmeers und ihr erhaltet eure Befehle von mir. Und jetzt Waffen runter. Lasst sie passieren. Wir sprechen in meinem Büro. Ei, ei. Lasst sie durch. König Graumähne, es ist mir eine Ehre. Es steht euch frei, so lange im Hafen zu bleiben wie nötig. Talia, bereitet eine Lagebesprechung für unsere Gäste vor. Aye, Sir. Was braucht ihr? Bleibt wachsam. Catherine Prachtmeer hat uns abgewiesen und ihre eigene Tochter als Verräterin verbannt. Warum würdet ihr uns helfen? Bleibt ein Weilchen und lauscht einem alten Rede. Vor vielen Jahren war ich in einer Schlacht. War es im Zweiten Krieg? Schwer, den Überblick zu behalten. Ein Kampfpott der Orks hatte unser Schiff getroffen. Rumpfsplitter schossen übers ganze Deck und bohrten sich in meinen Freund. Danach sollte er heimgeschickt werden, aber er war ein alter Dickkopf. Wollte erst gehen, wenn der Krieg gewonnen war. Also hat er sich zusammengepflegt und den Highland gesagt, ihm fehlt nichts. Ein paar Tage später wachte er verschwitzt und schreiend auf. Infektionen hatten seine Gedärme zerfressen. Mein Freund erlebte den nächsten Tag nicht. Als er endlich um Hilfe bat, war es schon zu spät. Kul Tiras leckt immer noch seine Wunden vom Dritten Krieg. Und niemand hat so Tiefe wie Catherine Prachtmeer. Aber sie ist fehlgeleitet. Ihre Berater verbergen die Infektion vor ihr, die sich in unserem Königreich verbreitet hat. Das Land, das ich liebe, zerbricht. Deshalb bitte ich um eure Hilfe. Kul Tiras braucht die Allianz genauso sehr wie die Allianz uns. Ich verstehe. Dann werden wir Catherine Prachtmeer dieselbe Wahrheit eröffnen, die ich selbst schmerzlich erfahren musste. In Einigkeit liegt Stärke. Was kann ich tun? Grüße. Lebt wohl. Die Pflicht ruft. Für Kul Tiras. Ich habe genug Krieg für uns beide erlebt. Niemals Schwäche zeigen. Hallo, auf dann! Herr, der Lagebericht ist bereit. Ausgezeichnet. Champion, Talia wird euch einweisen. Wie ist die Lage? Dient ehrenhaft. Erzählt mir alles, wenn ihr zurück... Kul Tiras besteht aus mehreren großen Adelshäusern. Unter Delin Prachtmeer waren sie vereint.
Aber nach seinem Sturz bei Terramor fing das Bündnis an zu bröckeln. Seinen Platz hat Lordadmiralin Catherine Prachtmeer eingenommen. Sie kommandiert das Militär und die Wachen. Trotz unserer Mühe, die Ordnung zu wahren, nehmen Verbrechen, Korruption und Piraterie in Kul Tiras zu. Das Volk verliert das Vertrauen in die Prachtmeer-Admiralität. Im Westen liegt Rustva, eine Bergregion, aus der der Hauptteil des Erzbedarfs im Königreich kommt. Und so manche unserer zähesten Krieger. Das Haus Kronsteig war jahrhundertelang ein loyaler Unterstützer der Prachtmeer-Dynastie. Aber ihre Abwesenheit bei den jüngsten Ratstreffen hat beunruhigende Gerüchte losgetreten. Im Sturmsangtal nördlich von hier bauen und segnen die Gezeitenweisen von Haus Sturmsang die Schiffe unserer legendären Flotte. Allerdings hat seit Monaten niemand von der Flotte gehört. Die Gezeitenweisen bleiben in ihren Klöstern und scheinen sich nicht für unsere vermissten Schiffe zu interessieren. Wir müssen die Häuser unter dem Banner der Prachtmeers vereinen und die Flotte finden. Sonst könnte Kul Tiras zerfallen, bevor der Krieg überhaupt beginnt.